Hallo und herzlich willkommen zum CTM-Auftakt in Oschersleben. Ich bin hier an der Strecke, gerade auf der Strecke sogar. Und ja, danke erstmal an Schäffler für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich freue mich so und nehme euch ein bisschen mit. So Leute, ich bin hier aber reingekommen. Ja, Küchenzeile hier drin. Einfach so eine kleine Wohnung. Und Schäffler hat einfach so ein kleines Goodie-Bag hier. Mit T-Shirts und so. Mega, mega cool. Am Abend ging es dann noch in die Pit Lane. Viele hatten schon zusammengepackt. Ein paar Mechaniker waren noch an den Autos zu schrauben. Zum Beispiel auch an Markus Auto, wie man jetzt hier gerade sieht. Und es ist auch cool, mal da ein bisschen die Einblicke zu bekommen. Und es war einfach so ein wunderschöner Sonnenuntergang. Ich habe das einfach richtig genossen, da ein bisschen die Zeit zu verbringen. Und am nächsten Tag ging es dann für mich in dieses wunderschöne Auto, in den Audi R8 GT2 LMS mit Space Drive. Das heißt, das Lenkrad ist nicht mechanisch angeschlossen mit der Lenksäule, sondern rein elektronisch. Und es ist ein wunderschönes Auto. Genau. Marco, du darfst Gas geben bei mir, ne? Wie bitte? Bei mir darfst du Gas geben. Ja. Wir müssen jetzt erstmal kurz die ersten ein, zwei Runden so ein bisschen die Temperatur reinkriegen in die Reifen. Die sind halt jetzt halt kalt. Mhm. Aber wir fahren da insgesamt, glaube ich, viermal über Stadt Ziel. Also wir haben Zeit. Nice. Einmal nochmal einen Daumen hoch, gerade. Natürlich wollte ich, dass Markus direkt Gas gibt. Und ja, so sieht das dann von innen aus. Er hat auch Gas gegeben, so wie ich mir das erhofft habe. Man sieht auch, wie ich da rumgeschleudert werde in dem Sitz. Und auch da sieht man, wie das Lenkrad quasi angeschlossen ist. Und ich finde, das ist eine sehr coole Technologie. Und ich hoffe, dass es die auch bald in den Straßenautos geben wird. Aber erstmal, mir hat die Fahrt so unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war die ganze Zeit irgendwie nur am Grinsen. Hier seht ihr nochmal. Ihr seht mir, glaube ich, wie ich grinse. Das ist so cool. Und ich bin zwischendurch einfach so mitgegangen mit den Füßen, wie ich bremsen und wo ich Gas geben würde. Wie ich das quasi in meinem Rig halt mache. Und es macht so viel Spaß. Und Markus ist auch echt gut gefahren. So. Also ich habe mich da sehr sicher gefühlt. Ich hatte keinerlei Ängste irgendwie. Ich habe einfach die Fahrt genossen. Es war mega, mega, mega schön. Also vielen Dank da auch nochmal an Schäffler und an Audi, dass dies mich möglich war. Und an Markus natürlich für die schöne Fahrt. Am besten hören wir noch mal rein, wie dieses Auto so auch mal ein bisschen lauter anhört, weil ich habe es extra leise gedreht, weil das wirklich, der Sound ist so nice. Also hören wir doch mal rein. Machen wir eine kleine Audio-Lab. Nach der wunderschönen Fahrt musste ich noch unterm Heckflügel unterschreiben. Direkt, glaube ich, neben Eddie ist das. Ich habe auch keine richtige Unterschrift, ne? Aber, naja. Die Fahrt war natürlich mein absolutes Highlight. Aber ich durfte auch noch andere coole Sachen erleben, wie zum Beispiel beim Gridwalk dabei zu sein. Also wenn die Autos sich in die Startaufstellung aufstellen. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Grid. Ihr seht schon hier ein paar Autos. Und da ist irgendwie so ein komischer Typ, keine Ahnung, wer er ist. Im ersten Rennen durfte ich mit in die Abt Audi Box und mir da mal so ein bisschen anschauen, was noch so gemacht wird. Und Kelvin van der Linde hat auch noch ein bisschen was erzählt. Die Mechaniker dürfen jetzt arbeiten an die Autos und jetzt wird die ganze Temperatur gemacht.
ging ins Rennen und das müssen die Jungs alles mal durchschauen, die Autos von hier. Über Nacht, die gehen wieder auf die Waage, Spurmessungen und so weiter werden gemacht und morgen früh für den Qualifying. Ja, leider versteht man nicht so viel, weil es eben etwas laut ist an der Rennstrecke. Aber so ist das eben. Ja, hier sieht man noch einen Mechaniker, der am Auto von Ricardo Feller ein bisschen rumbastelt. Und es war einfach generell sehr cool, einfach nochmal diese Möglichkeit zu bekommen, auch da hinter die Kulissen zu schauen. Und das war eigentlich schon der Samstag. Sehr viele Eindrücke erlebt. Aber am Sonntag ging es direkt spannend weiter. Ich durfte aus der Kommentatorenkabine von Eddie Mielke da mir das Qualifying anschauen. Rechts neben mir sitzt Mike Rockenfeller. Und auch da ist es mal wieder einfach super cool, so ein bisschen behind the scenes dabei zu sein. Wirklich macht ultra viel Spaß. Also ich kann mich einfach nur tausendmal bedanken, dass ich diese Möglichkeiten bekomme. Das Rennen durfte ich dann tatsächlich zum Großteil aus der Box von Project One gucken. Das ist das neue Team von Marco Wittmann. Und die Mechaniker bereiten sich hier gerade vor für einen Boxenstopp. Und auch das konnte ich aus nächster Nähe direkt beobachten. Ich kann erst das Handy aufbauen. Ja, genau. Und es ist wirklich so ein Traum, der mit dem Wochenende für mich in Erfüllung gegangen ist. Es hat so viel Spaß gemacht. Es war alles einfach unfassbar schön. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Kommentar da. Und ja, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und auch nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank an Scheffler. Es war wirklich sehr schön mit euch.